dass du da bist. Wie heißt du? Ich heiße Lilia Turkeva. Hallo Lilia. Hi Lilia. Wie alt bist du? Ich bin 8 Jahre alt. 8 Jahre alt auf so einer großen Bühne, das finde ich ja echt, echt sehr tapfer. Danke. Lilia, kannst du uns bitte erklären, was ist das hinter dir für ein Gerät? Das ist eine indische Stange. Ja. Und das machen nur Jungs in Indien. Ich habe einen Trainer, er heißt Sandip und er war letztes Jahr auch hier. Beim Supertalent? Ja. Aha. Sandip hat mir immer schon erzählt, dass Malacher machen nur Jungs in Indien. Und dann habe ich gedacht, wieso kann ich nicht die erste Mädchen sein, die diesen Malacher macht? Ja. Sehr gut. Genau so. Hast du recht. Genau so ist es. Lilia, ist das dein erstes Mal auf so einer großen Bühne? Ja. Wow. Wow, das finde ich eine Ehre, dass du hier bist. Okay, Lilia. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Leg mal los, wir freuen uns. Danke. Performance. Das war unglaublich gut, was du da gemacht hast. Danke. Wow. Du bist ja sehr stark, oder? Ja. Ja, das haben wir schon gesehen. Es sieht ja auch so einfach aus, aber auch so gefährlich. Wie ist es denn für dich zu machen? Wenn ich das lange mache, dann ist es nicht so schwer, aber wenn es das irgendwas Neues, dann ist es
schon schwer. Wen hast du denn dabei heute? Ich habe heute meine ganze Familie, also Mama, Papa und meine kleine Schwester. Wo sind die? Nein, sie sind der kommt doch mal raus einmal, oder? Den möchten wir mal sehen. Hallo! Hallo zusammen. Oh. 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 Ach, mein Lieber, musst du jetzt ein bisschen weinen? Ja. Ja, das Warum? Kann mir vorstellen. Es ist ja aufregend, hier zu sein, nicht? Es ist ein bisschen die Spannung raus. Und weinst ja. du, ja. weil dich deine Schwester geküsst hast, weil das so schrecklich war oder weil das... Nein, ich weine, weil ich heute auf der Bühne bin. Das war schon mein Traum von... Oh, von Glück. Lilia. Liebe, liebe Lilia, ich muss dir noch sagen, es ist so schön, was du gerade... Hallo, die kleine Schwester, die... Ja, die macht gut rein. Die hat sich das gerade angeschaut. Du bist ein großes Vorbild für deine Schwester, glaube ich. Sag mal, Lilia, will deine Schwester in deine Fußstapfen treten? Ja, das glaube ich auch. Vielleicht. Lilia, ich finde es so schön, dass du, außer deiner Performance, so schön, dass du gesagt hast vor deinem Auftritt, hey, der geht ja weg. Hey, das ist ja echt ein Performer. Du hast schon gesagt vor dem Auftritt, dass jemand an dich erzählt hat, nee, das machen nur Jungs. Und du sagst, hey, warum kann ich das nicht als Mädchen machen? Und das fand ich so inspirierend. Das war echt super. Und dein Auftritt war der Hammer. Applaus.